Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Oh, da komme ich doch niemals runter, ey. Versuchen wir was anderes. Einfach mal. Na, das ist auch ein Dings. Da komme ich doch gar nicht vorbei. Die Rogue-Staffel übertreibt's. Aufzug und Brandfall nicht benutzen, heißt es doch eigentlich auch. Alter, das überlebt man doch nicht. Nein, ich wollte nicht die Waffe wechseln, verdammt. Da kann ich auch gleich da lang gehen. Getroffen werde ich sowieso. Die Rogue-Staffel übertreibt's. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, nach dem Kampf jetzt kommt nichts mehr Kompliziertes, aber da habe ich mich doch wieder getäuscht. Dann kommt hier eine Szene, wo ich einfach mal einen Fahrstuhl runterkommen muss, ohne dabei zu sterben. Ja! Das Geschütz ist zum Glück ausgeschaltet. Nicht einschlafen, Kyle. Wo muss ich denn jetzt lang? Was, da oben? Sind die geistesgestört? Was ist mit diesem Gewackel? Wie soll Komm, das noch ein gehen? kleines bisschen. Alter, oh, sind die geistesgestört. Ernsthaft? Da kommst du doch nicht ohne Schaden durch. Jetzt reicht's mir. Jetzt campe ich hier und halte mich erstmal wieder hoch. Ey, das ist ja ätzend. Alter, sind die geistesgestört. Jetzt ist ja komplizierter Kampf und dann das hier. Alter, ey. Ich habe jetzt übrigens auch nicht weitergeguckt, natürlich, wie es weitergeht. Also ich gucke immer nur die Stelle, wo ich nicht weiterkomme und dann versuche ich da danach dann wieder selbst weiterzukommen, weil. Dieses blöde Schiff der Hinterbliebenen begräbt mich noch unter sich. Ja, aber ich kann da jetzt nichts für. Och, na klar, die Dinger sind auch wieder aktiv, ist ja klar. Aber vielleicht können wir die jetzt sogar besser besiegen, weil jetzt kommen wir natürlich deutlich besser daran. Hoffentlich sind die Rettungskapseln noch intakt. Alter, wo sind denn die Rettungskapseln hier? Kann ich nicht gleich da runtergehen? Hä? Was habe ich denn jetzt gerade getroffen? Oh, noch so ein Ding. Ach, hier sind wir. Oh, da sind die geistesgestört. Aber dadurch, dass die Gegner sind, heißt es auf jeden Fall, dass ich hier lang muss. Das ist schon mal safe. Also, ich glaube, wenn ich jetzt hier keinen Wackelscreen hätte. Ist da noch irgendwas drin? Ich will jetzt hier gar nicht durch die Räume hier mehr durchgehen. Nee, ich lasse es sein. Das ist sowieso mal alles. Wo war das Versorgungsding? Ach, ist egal jetzt. Scheiß drauf, ich will jetzt hier weg. Geht die Tür da zumindest auf oder geht die auch nicht auf? Die geht auf, okay. Kann ich jetzt sowas nicht rüberfliegen? Ist auch nicht schlecht. So, zack. So, wo muss ich ja jetzt überhaupt hin? Ganz am Anfang oder was? Hier bin ich ganz am Anfang. Also hier haben wir ja gestartet. Dass die Kisten fliegen rum, ist auch schön, schönes Detail. So. Hier scheint irgendwie mal rein gar nichts zu sein. Wenn ich so fliege, schießen mich gleich die Geschütze da oben ab. Oder natürlich eine der Dinge, woran ich überhaupt nicht gedacht habe. Schwierig. Wo geht's denn jetzt hier lang? Da hinten vielleicht. Ne, jetzt muss der Kontrollraum.
Wie gesagt, ich darf nicht zu hoch, weil wenn ich zu hoch fliege, dann schießen mich all die Geschütze da ab. Wo sind denn die scheiß Rettungskapseln? Oder habe ich jetzt schon wieder was übersprungen? Muss ich vielleicht noch irgendeine Taste drücken oder so? Hier komme ich nicht durch. Hier ist zu. Irgendwo muss ich Rettungskapseln finden, das ist schon mal klar. Vielleicht muss ich doch nochmal hier zurück und... Kein Läusergewehr. Irgendwas machen. Immerhin sind hier keine Stromleitungen mehr, das ist schon mal ein großer Vorteil. Oh! Interessant, wenn wir Speed aktivieren, dann können wir auf dem Boden laufen. Ah, oh, hier ist die Tür. Ich hab die nicht gesehen, ich Trottel. Ich dachte, die wäre nichts mehr. Komm, hier bricht alles zusammen. Das hätte wirklich keinem hübscheren Schiff passieren können. Hübsch? Das Schiff findest du hübsch? Nee, das ist hässlich. Das finde ich zumindest. Okay, die Scheiße haben wir geschafft. War auch schon wieder so eine Höllenmission hier. Oh, nicht schon wieder saurer Regen, bitte. Wenn wir hier lebend rauskommen, erinnere mich bitte daran, das nie wieder zu tun. Ich folge dir, San. Er will vermutlich ins Zentrum der Akademie. Kommst du? In der Luft bin ich von größerem Nutzen. Ich begebe mich zum Hangar und schließe mich den Truppen der Neuen Republik an. Okay. Geh Leuten mit Lichtschwertern aus dem Weg. Guter Ratschlag. Jedi Ritter. Oh. Geh. So. Alles klar. Zur Akademie der Jedi begeben und Truppen hinterbliebenen angreifen. Jetzt scheint uns der Regen nichts anzuhaben. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ach so, da. Siehst ja kaum hier in dem Sumpf. Wo ist denn dieser Arsch, der mich so abballert da? Genau da. Doch. Ich dachte gerade, der Sumpf, der hindert mich daran, meine Macht nachzuladen, aber das ist nicht so. Okay. Ich laufe lieber auf den Stein. Wo sind wir überhaupt? Oh, fuck. So eine. Wenn ich den nicht im Sumpf besiegen muss, sollte es aber trotzdem jetzt nicht so. Ach, zwei von denen, ja, noch besser. Den kleinen Raum natürlich mal ein bisschen doof. Genau deswegen. Was, das ist Yavin? Das sieht nicht aus wie Yavin. Das sieht eher aus wie Felucia oder so. Ja, gut, Felucia wäre zu wenig. Das ist jetzt zu wenig. Pflanzen. Er muss jetzt hin. Das wollte ich gerade auf den raufspringen und dann tut er jetzt genau das gleiche mit mir. Alter, ey, das ist unfair zu zweit. Muss ich vielleicht auch erstmal hochhalten, bevor ich weitergehe. So. Weil ich glaube, die trigger ich erst, wenn ich da auf den Stein gehe. Deswegen glaube ich jetzt, dass wir mal hier stehen. Noch nicht ganz voll. So. 100. Schon mal jetzt speichern. Und dann... Ja gut, jetzt. Okay, das war schon mal ein sehr kurzer Kampf, aber zumindest haben wir jetzt gespeichert, dann haben wir zumindest erstmal die 100%.
Aber dieses scheiß Combo weghauen, das nervt sowieso. Und noch mehr nervt, dass es zwei sind. Ich hasse es wirklich, wenn es zwei sind. Geh weiter, geh weiter! Oh, scheiß Drehscreen, ey! Jetzt hat mir der Drehscreen den Dings versaut. Ich hasse das. Ich hasse diesen Drehscreen. Ich finde ihn ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn er dann kommt, wenn ich einen Bossgegner besiegt habe. Aber doch nicht bitte bei denen hier, wenn ich noch den nächsten besiegen muss. Macht der alles kaputt, der scheiß Screen. Völlig schön mit Dagobah-Musik hier. Oh. Schon wieder mit einem Schlag einfach mal alles weggehauen. Okay, vielleicht hätte ich mal zwischendurch mal heilen sollen. Oh, fuck! Oh, Alter, wo kommen die denn immer alle her? Bringt am besten noch drei an eine Stelle, dann wäre es noch besser. Warum kann ich nicht zuerst den hier besiegen und dann den anderen? Würde schon mal einiges einfacher machen. Ja gut, ich sterbe aber trotzdem, wie man sieht. So, jetzt mache ich mal folgendes. Ich springe jetzt hier einfach mal hoch. So, ich gehe ein paar Meter nach vorne, dass der jetzt hier spawnt. Hör auf, an der Wand entlang zu laufen. Ich hasse das. Das kann man vielleicht in Jedi Fallen Order machen, aber nicht in dem Spiel. Das ist eines der unnötigsten Fähigkeiten des Spiels. Hä? Achso, ich bin wieder tot. Oh, Mann! Oh, das nervt aber, dass niemand mit einer Combo weghauen kann, aber ich ihn nicht mit einer Combo weghauen kann. Das ist halt nur, wenn ich den jetzt wirklich genau treffe. Der zieht mir ja mit einem Schlag schon 90% des Lebens ab. Jetzt wehr doch zumindest das Schwert ab, was da auf dich zukommt, ey. Die ist mega stark, ey. Also wenn du die nicht gerade weggekombot kriegst, hast du ja eigentlich kurz gesagt eigentlich gar keine Chance. Jetzt wartet die aus irgendeinem Grund. Finde ich aber ganz nett. Kann ich mich zumindest erstmal hoch rein in der Zeit. Ja, ich sehe dich da hinten noch. Stell dir vor. Jetzt speichere ich. Jetzt wird's doof. Ja genau, die trifft mich in der Luft. In der Luft kannst du doch nicht mal schlagen. Ja gut, teilweise zumindest doch, aber... diese Folge getroffen, aber trotzdem eben kein Win. Da habe ich zumindest den vor, dass der Vorteil, dass mich die andere nämlich angreift. So. Sie ist noch da. Na gut. Hey.
Ja, endlich. So. Direkt saven, dass sie bloß nicht wieder aufsteht. So, ich hau nochmal rein am besten. So. Zumindest habe ich jetzt erstmal ganz kurz meine Ruhe, bis wir den nächsten besiegen müssen. So. So. Oh, genau. Von 100 auf 0, auf 4. Oh, ist egal. Kommt sowieso drauf an, ob du mich wegkombot oder nicht. Kann der jetzt vielleicht ertrinken? Ich habe das Gefühl, man kann nicht wirklich in gutem Wasser schlagen. Ja, geschafft! Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr mit gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet zu failen, aber... Naja. Kann eben doch mal was passieren. Ganz überraschend. Gut, dann heilen wir uns erstmal wieder hoch. So. Safe nochmal, obwohl ich da oben gleich auch nochmal safe werde mache. Wie auch immer. So, hier will ich auch nochmal speichern. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass jetzt hier nicht noch irgendwelche Scheiße passiert. Wo sind die? Da. Wo ist der denn? Vielleicht ist er ja schon ertrunken oder so. Okay, wo geht's jetzt weiter? Da, nee. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ja. So sieht die Karte unter Wasser aus. Auch nicht schlecht. Verdammt, von wo bin ich jetzt gekommen? Bin ich von da oder von da gekommen? Von hier bin ich, glaube ich, gekommen. Ne, genau, ich bin da. Da bin ich darauf gesprungen. Ich glaube, ich muss da lang. Kann ich durchs Schwimmen eigentlich Lebenspunkte verlieren? Wer ist da? Ich bin da. Die Wasserfälle sehen auch ganz interessant aus. So, zack. Was ist noch einer? Da oben. Ach, da oben auch noch. Da brauche ich ein Blastergewehr, genau. Irgendwo ist immer noch einer. Keine schlechte Landung. Von da irgendwo. Hey, wo ist der Typ? Ich sehe den nicht. Bin ich blind? Irgendwo in der Richtung muss er sein. Ach, da hinten. Ich kann es wirklich kaum sehen da. Greif ihn an! Seine Position ist so scheiße, ne? So, soll er da im Wasser ertrinken? Ja, jetzt habe ich meine Items auch gerade weggespült. Etwas in Secret? Oder muss ich hier sogar lang? Muss hier sogar lang, ne? Ich hätte da einen Suchtruin gesehen, ne? Ja, habe ich. Was ist das im Wasser hier raus? Das nervt total. Hey!
Wie das näher, wenn ich die Sturmtruppe einfach wegen dem ganzen Gras hier nicht sehe. Perfekt, Heilung. Und ein paar Batterien sogar auch noch. Gut, die brauchen wir nur, wenn wir das Nachtsichtgerät benutzen. Was geht hier vor? Da ist auch noch einer. Genau. Komm, schieß auf mich. Wo schießt der denn hin? Ich stehe vor dir, ne? Ich wäre fast schneller, wenn ich aber hinrennen würde, aber egal, ich wollte jetzt nicht ins Wasser rennen. So. Jetzt müssen wir auf die Zeit schauen. Okay, wir sind bald vorbei. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einfach mal ein Session-Ende, einfach mal so ganz erprobt. Und ja, dann würde ich sagen, euch habt eure Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao. Die Folge Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Ciao.